Einen wunderschönen guten Abend und euch alle Hallöchen und herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen zum wöchentlichen Einblick in die kommenden Änderungen, aber wir hatten jetzt eine Woche Pause. Also zum nächsten Einblick in die kommenden Änderungen und ja, es werden natürlich auch weiter regelmäßig Einblicke kommen. Und heute haben wir ein paar mehr Themen auf dem Plan und ich habe heute auch andere Leute als Gäste dabei. Und zwar habe ich heute dabei den netten Börik und den Fenken. Moini! Hallo. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt IC, oder? Na klar. Na klar, da können wir was zeigen. Wir haben uns vorbereitet. Ja, wir haben uns wirklich mal ein bisschen vorbereitet, ne? Wir haben uns aber vielleicht mal abgesprochen, was wir zeigen. Ich habe es aber noch gar nicht gesagt. Ich habe es nur in die Ankündigung geschrieben. Und zwar schauen wir uns heute mal wieder was aus dem Crime-System an. Aber natürlich auch wieder mit dem Fokus Polizei und wie wirkt das auf alle anderen. Das sind die Labore. Die Drogenlabore, die so ein kleines Capture-the-Flag-System in sich innehalten. Dann haben wir die Waffenlotterie. Etwas, was sich von voll vielen wieder zurückgewünscht wurde. Wie die zukünftig aussieht. Einige kennen die vielleicht sogar noch von früher, ist sehr ähnlich. Dann haben wir das Thema Automaten aufbrechen. Da ist sehr, sehr viel Neues gekommen. Und dann haben wir das Thema der Racing League. Da ist an jeder Ecke ein bisschen was anderes und ein ganz neues System, was für alle da ist. Genau. Und ich würde sagen, da wird eh nie was für Zivis machen. Fangen wir mit Crime an, ne? Ja. Genau. Das war gerade so romantisch. Wie ihr da saß, ne? Wir haben ja Zeit, oder? Wir haben ja Zeit, wir können da ja hinfahren. Genau. Und während wir hinfahren, noch ein paar Infos. Wenn ihr Fragen habt, dann haut die gerne in den Chat. Aber bitte setzt den Hashtag FragKS dahinter, weil dann können wir die besser sehen und können die da rausfiltern. Ne? Genau. Eine Kleinigkeit kann ich euch so schon mal zeigen auf dem Weg. Da hat Tobi was gebaut. Und zwar können wir jetzt für alle, die Lust haben, nebenbei zu sehen, wo sie denn spielen, oder Streamer, die keinen Bock haben, das selbst einzublenden. Ihr könnt euch jetzt oben links das Homestead-Logo einblenden, IC. Und müsst das nicht in OBS machen oder so. Haben wir uns ein bisschen von Unchained angeguckt. Einfach geklaut. Wieder nichts für Zivis. Auch, wenn man neu connected. Doch, es wird auch was für Zivis geben, ja. Niemals. Genau, und lasst uns bei Fragen bitte zu Fragen bleiben, die diese Systeme, die wir gerade zeigen, betreffen. Weil alle anderen Sachen werden wir ja in anderen Streams sowieso noch besprechen. Weil ich habe gerade gesehen, es gab eine Frage zu Tattoos und so. Entweder wenn wir eine allgemeine Fragerunde machen, dann schmeißt Fragen zu Tattoos rein. Oder wenn wir halt eben das Thema Tattoos besprechen. Oder Charakterfeatures. Aber gerade reden wir über Drogenlabore. Schön eingeparkt. Genau, wir sind am Labor angekommen. Einziges Problem, was wir jetzt haben, ist, dass Börik und ich zwei verschiedene Gangs sind. Das heißt, ich muss dich gleich wegscheppern. Das heißt, wir müssen gleich ein bisschen scheppern. Nice. Gleich mal ein Kass spawnen. Genau, Börik, willst du ein paar Worte zum Drogensystem vielleicht im Generellen verlieren? Okay, Drogensystem. Wir haben das uns angeschaut. Wir haben uns überlegt, hey, was ist gerade langweilig? Haben die so ein bisschen Crimler gefragt. Was funktioniert nicht so. Das Drogenherstellen und Drogenrouten und so wurde sich weiterhin gewünscht. Aber die Verarbeitung war nicht so spannend. Und mit dem Hintergrund, dass wir mehr Waffen reinbringen wollen und auch ein bisschen mehr Konflikte haben wollen und sich die Leute auch gerne mal wegscheppern dürfen, haben wir das ganze Drogensystem bzw. Drogenherstellungssystem ein bisschen auf Fenkens Idee umgebrüstet, von denen, wer es vielleicht kennt, von den Shops, wo man Schutzgeld beziehen kann. Genau, weil das Schutzgeldsystem ja sehr gut in den letzten Änderungen ankam bei den Shops, ne? Yes, genau. Wir haben auch gesagt, hey, wir wollen nicht zurück zu unseren alten Standardlaboren, wo das PDE schon weiß, wo die sind und wo sich auch ein bisschen ausgelutscht anfühlt. Da haben wir uns was Neues überlegt. Es wird mehrere Spots geben, je nachdem wie viele Gangs. Warum ich heute so, dann spreche ich halt einfach lauter. Wird individuell, je nachdem, wie viele Gangs auf dem Server spielen, angepasst an Standorte. Das ist ein bisschen flexibles System. So, und das seht ihr auch schon, die erste Drogenhütte.
Die, glaube ich, leer ist. Genau, die ist jetzt leer. Das ist quasi ein potenzielles Labor. Das ist jetzt noch kein Labor. Kann aber zu einem Labor werden an diesem Standort. Das heißt, es kann nicht überall ein Labor sein, sondern nur an gewissen Stellen. Und das ist jetzt eine Stelle davon. So. Jetzt müsste mal jemand ein Labor draus machen. Ich komme. Ich muss das Zeug jetzt mal eintragen. Ja, ja. Alles gut. Beruhigen Sie sich, Sir. Mensch, das ist aber schön hier drin. Da passt perfekt meine MF-Küche rein. Schöner Rucksack. Der Jungrucksack. So, das ist jetzt das Laborset. Ändert sich vielleicht auch optisch noch ein bisschen was dran und so. Es ist erstmal nur, damit was da ist. Und jetzt kann was gemacht werden, Berg? Also ich kann jetzt hingehen als Gang. Geh du mal hin, dann sieht man es besser. Na, du hast es ja aufgebaut. Geh doch erstmal an dein Labor. Ach so, okay. Ich kann jetzt an meinem Labor, wenn ich in einer Gang bin, muss ich das erstmal beanspruchen. Das läuft ähnlich wie bei den Shops. Da läuft dann oben ein Balken durch. Es müssen verschiedene Leute in der Nähe sein. Und dann beanspruche ich das praktisch, während ich diesen Labortisch aufbaue. So. Und wenn der dann aufgebaut ist und ich den beansprucht habe, dann kann ich den benutzen. Alle Mitglieder in der Gang und kann dann Moonshine, Crystal Meth, Lean, Pseudoephedrin und die ganzen anderen Drogen machen. Nicht alle, aber einen großen Teil. Wenn ich jetzt ein Einzelspieler, der nicht in der Gang ist, aber auch Drogen herstellen will, kann ich natürlich auch in das Labor reingehen, wenn ich das mit der Gang abgeklärt habe oder auch nicht, je nachdem wie schlau ich mich anstelle, und kann da auch herstellen. Von jeder Herstellung von einem Einzelspieler oder einer kleineren Gang, die sich da hintraut und was herstellt, bekommt die Gang, die das Labor beansprucht hat, etwas ab. Genau. Wichtig zu wissen ist, es gibt immer nur eine Gang, die das Labor beanspruchen kann. So, jetzt, wenn ich da hergestellt habe, könnte jetzt Griddle kommen und von der anderen Gang und sagen, hey, ich will das auch mal haben. So. Und dann sage ich, nein, fick dich und dann bretterst du mich um. Genau, jetzt kann ich hier hingehen und muss auf Labor beanspruchen gehen. Wie gesagt, diese ganzen Progress-Bars und so, alles erstmal Testkram, genaue Zeiten, Werte und so weiter, steht bei sowas immer nicht fest hier auf dem Testserver, auch weil wir teilweise keine lange Zeit warten wollen beim Testen. Und jetzt habe ich das Labor beansprucht und kann es jetzt benutzen. Ich habe in der Zeit eine SMS bekommen, wo drin steht, hey, ich glaube, jemand schraubt an eurem Tisch rum. Pixel! Genau. Das heißt, wäre Börig jetzt mit seiner Gang hier vor Ort gewesen, hätte ich wahrscheinlich eine RP oder vielleicht auch eine Schießerei, einen Konflikt bespielen müssen, in der ich das Labor ihm abnehme, wenn ich das möchte als Gang. Oder wenn die nicht vor Ort sind, dann geht das natürlich auch. Aber dann kriegen die halt zumindest Bescheid und können dann im RP drauf reagieren. Weil es da keinen Block gibt irgendwie von der und der Uhrzeit, das ist dauerhaft. Richtig. Jetzt kann ich hier kochen, kann hier ganz normal das Labor benutzen. Ihr kennt diese Laborbenutzung. Das System dahinter ist dann letztendlich das gleiche. Ja, Belohnung abholen, Börig. Wolltest du da noch was zu sagen? Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Belohnung abholen ist, wenn Spieler da verarbeiten, also Spieler, die nicht in einer anderen Gang sind, sondern Einzelspieler oder Kleingang-Spieler, dann kriegt die große Gang oder die Gang, die das beansprucht hat, immer einen Teil ab. Das heißt, es lohnt sich auch, eine Drogenroute zu halten. Und es lohnt sich auch, ein Drogenlabor zu halten. Und es lohnt auch mal, auf die Kleinen nicht rumzureiten, sondern vielleicht denen auch mal zu sagen, hey, arbeite doch für uns. Und arbeite doch in unserem Labor, wir beschützen dich so lange. Aber dafür kriegen wir dann auch unseren Teil ab. Ja, und genauso lohnt es sich vielleicht auch für die anderen etablierteren Gangs zu sagen, Mensch, wenn hier jetzt ein Labor ist, dann nehme ich das mal ab, weil ich möchte ja davon profitieren, wenn hier andere kleinere hergehen und verarbeiten und will davon was abbekommen, statt die anderen, die es gerade aufgebaut haben. Und ja, derjenige, der es beansprucht hat für sich, kann es auch natürlich dann aufheben und abbauen, das Labor. Und genauso unser Kollege Schwott da hinten, kann natürlich auch und sollte das auch als Polizei, nicht nur als Schwott, rumgehen und wenn er Labore sieht, diese zerstören und abbauen. Ich habe jetzt nicht genug Platz im Inventar, deswegen kann ich es nicht aufheben, aber ja, ich es ginge jetzt. Gut. Genau. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir auf Polizei-Feedback eingegangen sind, weil wenn ihr dieses ACE-Labor in Sandy Shores euch anguckt, da ist ja eben das Problem,
Folgendes, dass die Polizei halt die ganze Zeit weiß, okay, da ist ein Drogenlabor, da sind die ganze Zeit irgendwelche Tische mit Koks und die gehen da rein und lassen das aber stehen und irgendwie sollte ein Polizist sowas ja nicht stehen lassen und das ist ja ein super weirdes Gefühl eigentlich immer. Und das Gefühl wollten wir halt eben auch angehen, weil ganz viele gesagt haben, das ist immer merkwürdig, jeden Tag im RP da reinzugehen. Und das ist hiermit halt auch angegangen, dass das quasi dann, wenn die Polizei es entdeckt, weg ist. Was natürlich auch dann wieder für Gangs, was den Konflikt angeht und was die Schießerei angeht, ein Punkt ist, wo man sich überlegen muss, okay, sollten wir vielleicht anderes RP um das Labor spielen statt einer Schießerei, weil dann wird die Polizei es sehr wahrscheinlich mitbekommen und dann hat vielleicht gar keine Gang was davon, wenn die Polizei das Labor dann einfach zerstört. Richtig. Jetzt noch wichtig dazu zu sagen, auch da angeknüpft ist, wenn die Polizei so ein Labor räumt, wird das erstmal nicht benutzbar sein. Und es wird vielleicht auf einen anderen Labor umgeschwenkt. Dieser Punkt, ne? Dieser Punkt. Und dann wird halt ein anderer Punkt freigeschaltet. Damit es für die Polizei auch nicht weird ist, da 5 Minuten später wieder anzukommen und die gleichen Idioten da wieder drin zu sehen. Genau. Und Punkte werden immer sein, solche Häuser. Also nicht immer 1:1 diese Häuser, aber irgendwelche Orte, die so ähnlich wie hier einfach sinnvoll sind für so Labore. Genau. Das werden immer die Orte sein, wo das aufstellbar ist. Und das ist nicht frei wählbar, sondern da gibt es tatsächlich fixe Orte, die vorgegeben sind. Die aber auch rotieren. Genau, es gibt fixe Laborspots. Die sind auf eine gewisse Anzahl beschränkt. Aber es gibt natürlich einen ganz großen Pool an Laborspots, die dann entweder noch zusätzlich oder nacheinander. Ich kann ja noch mal ein Beispiel zeigen, wo noch so ein Labor sein könnte. Sandy, da könnte auch eins sein. Und ich sag, also während du fliegst, ich bin dumm. Und wir haben gesagt, hey, ja. ihr könnt gerne schießen da. Wir werden da auch nicht so hart eingreifen. Ihr könnt aber auch RP spielen und versuchen, das im RP zu klären, ohne Ballern. Hast du gerade irgendwas geleakt? Nee, habe ich nicht, nein, niemals. Also wir haben den Ziel noch nicht abgepumpt. Okay. Ich hab nichts. Sowas hier könnte das sein. Ne, also das sind ja auch diese ähnlichen Hütten. Genau. Du bist weg aus der Nischos. Wir haben uns gut vorbereitet heute. Okay, ich würde gerne die Frage von Katze direkt mal aufgreifen. Konflikte. Es wird sich lohnen, diese Labore zu haben, und zwar massiv. Das ist eine Einkommensquelle der Gangs. Und die wird richtig, wie sagt man, neue Modell, knusprig sein. Knusprig sagt man heute, genau, ja. Knusprig. Also knusprig. Das wird, und es wird nicht so viele geben, dass sie sich also praktisch einteilen können, Kalender stellen und so weiter. Es wird sich lohnen. Genau, es wird sich lohnen und es wird halt eben auch dieser Profit da sein von, wenn du ein Labor hältst und dann andere an das Labor gehen, weil nicht jeder eins haben wird. Das heißt, nicht so etablierte Gangs werden an einem Labor einfach arbeiten, um Geld zu verdienen und andere verdienen dann mit, die es halten. Und es wird nicht so sein, dass jede große Gang jetzt überall ihr eigenes Labor hat, irgendwie, keine Ahnung, 6 Stück und die dann sagen, ja okay, wir haben eins, ihr habt eins, ihr habt eins. Also es wird eine Konkurrenz geben um diese Flag. Okay, jetzt kommen wir noch zu dem Fall, hey, ich bespiele eine 5-Mann-Gang, eigentlich will ich mich aus Konflikten raushalten. Ich will eigentlich nur meine Shops ausrauben, ein bisschen die Mechanik bespielen. Die Spiele haben wir auch. Und das haben wir gesagt, das respektieren wir auch. Deswegen werden die kleinen Gangs, die jetzt aus 5-6 Spielern bestehen, sagen, ich möchte nicht in den Konflikt rein, können zu der Crime-Fraktion kommen und sagen, hey, wir würden gerne auch ein bisschen Joints verkaufen, Drogen produzieren und so weiter. Aber wir haben keinen Bock auf Krieg mit den anderen. Dann können die auch einen von den limitierten Laboren bekommen, die dann für kleine Gangs sind. Die werden nicht so lukrativ sein, aber die werden einen kleinen Anreiz bieten, um die auch zu bespielen. Also wir unterscheiden jetzt mehr in Crimes an, wir sagen nicht nur noch Gang und ab 15 Spieler seid ihr da mit dabei, sondern wir unterscheiden praktisch in 3 Gruppen mehr oder weniger. Wir entscheiden in größere Gangs, wir unterscheiden in RP-Gangs, das sind diese kleinen 5-Mann-Gruppen, 6-Mann-Gruppen, ich nehme mal gerne die Tucker Hills als Beispiel, die nicht so ganz auf diesem Drogending hängen geblieben sind, sondern einfach nur ihr Dulli-RP spielen wollen. Mit dem größten Respekt zugesagt. Und wir unterscheiden in Einzelcrime. Also tatsächlich Leute, die einzeln rumfahren wollen, Crime spielen, aber halt in keiner Gruppe sind. Oder vielleicht auch Anschluss schießen. Anschluss finden wollen, so rum. Oder auch schießen wollen, das kann natürlich auch sein.
Das werden wir in Zukunft zur Hand haben. Das wird gesteuert durch die Crime-Fraktion, die Einordnung. Da muss man sich auch ein bisschen was erspielen. Man muss auch ein bisschen dann zeigen, wer man ist. Das wird nicht ganz so einfach sein, wie von wegen, hey, wir sind jetzt 15 Mann und gib mal, besorgen uns mal ein Labor. Wir wollen dann RP-technisch auch was sehen. Ein bisschen zumindest. Und dann können nämlich die Gangs, die ankommen, unter anderem auch Mafien, müssen jetzt nicht rumlaufen und irgendjemand erschießen, sondern können das vielleicht auch unter der Hand mit der Crime-Fraktion klären, ohne dass sie auffliegen direkt. Da gehen wir sehr individuell mit den Leuten um. Und mit dem System. Das war soweit das. Genau, das wäre es soweit zu den Laboren. Jetzt kommen auch gerade schon Fragen bezüglich der Regeln. Wie ist denn das, wenn da ein paar Leute produzieren und die anderen da haben das Labor und so? Da werdet ihr früh genug noch Infos zukriegen. Aber da wird es auf jeden Fall, wird das RP da nicht groß beschränkt. Also da wird es schon genug Möglichkeiten geben, dann auch zu spielen, ohne dass es merkwürdig wird. Genau. Ich würde jetzt mal zum nächsten gehen, weil wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen kurz und knapp halten. Es sei denn, es gibt noch spezielle Fragen zu den Laboren. Genau, ich guck mal, ob da Fragen noch reingekommen sind. Genau, sonst fängt, willst du schon mal an eine Position gehen, dann würde ich mich zu dir porten. Klar. Okay, Nuni hat dir genau die Frage gestellt. Deswegen hatte ich es gerade gesagt. Okay, ja. Da kommt noch einiges an Regeln. Gibt es den Camacho bald IC? Ja. Garantiert. Du bist Fan Ken, ne? Ja. Okay, dann gab es noch eine Sache zu der Nachtschicht. Es wird nachtschichttechnisch eine Begrenzung geben. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht spielen könnt, sondern das wird sich eher auf die Sache von Bezahlung etc., dass wir das so regeln. Also wir werden keinen Block mehr reinbauen, wo wir sagen, hey, von 2 bis 4 Uhr morgens könnt ihr nicht. Sondern wir gehen da eher runter mit der Bezahlung, dass wenn Leute nachts unbedingt verarbeiten wollen, weil sie gerne farmen, weil sie nicht schlafen können oder sonstiges, sollen die gerne spielen. Wird aber dann praktisch anders ausgeglichen. Genau. So, nächste Geschichte. Ich gehe hier schon mal hin. Ich soll mit dem sprechen, ne? Ja. Achso, das machen wir jetzt. Okay. Genau. Das ist so. Dirty Larry. Gut, das ist Dirty Larry. Dann gehen wir jetzt mal zur Waffenlotterie. Denn es gibt jetzt einen weiteren Weg, wieder Waffen zu bekommen. Abseits von, aktuell ist es ja nur diese Schwarzmarktbestellung. Gut, neben den Sachen, die wir jetzt im Pre-Wipe-Update gemacht haben, aber die ganze lange Zeit war es ja immer nur der Schwarzmarkt. Jetzt gibt es eine weitere Sache wieder, das ist Dirty Larry. Und zwar könnt ihr dort Waffenteile, die ihr bekommen habt, bei Shopräumen zum Beispiel, nehmen. Ich bekomme jetzt bestimmt gleich welche. Schau mal hinten an der Mülltonne. Achso, haben wir da schon vorbereitet. Es ist ja der Wahnsinn, hier wird ja mal vorbereitet. In der Zwischenzeit ist, kann ich vielleicht... gute Nudelsternchen. Nimm dir mal 10 Munition mit. 10 Munition? Achso, du musst jetzt. Ja. Wir müssen jetzt einzeln da praktisch. Wir sind in verschiedenen Gängen. Warte mal, ich muss mal eben. Weil ihr seid vorbereitet, ich nicht, ne? Das ist natürlich alles ein bisschen doof, ne? 10 Munition. Wie soll ich denn 10 Munition mit? Ja, einzeln halt. Wir gehen jetzt dahin, ich gebe sie dir immer und dann. Hallo. Gut. Herr Swatman, tragen Sie bitte mal unsere geklaute Munition, danke. Warte mal, ja. Ich habe Paket abgeben gedrückt, das ist richtig, ne? Ja, das ist richtig. Du kannst ja nochmal draufklicken und gucken, was er dir sagt. Abgeben. Habe ich notiert. Habe ich notiert. Das ist einfach. Kannst du mich einfach. Warte, warum spawn ich mir nicht einfach 10? Ja, warte. Gib einfach rüber. Wie viel haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Verarsch mich nicht, sagt er. Ja, geh mal auf Munition gambeln. 5 Pakete gambeln. Ich habe 6 abgegeben. Sollen wir mit 10? Wir wollen ja mit 10 gambeln. Okay, dann gebe ich dir noch 4, warte. Okay, kurz, ich erkläre das mal im Hintergrund. Genau. Also die Gang kann Ammunition, Munitionsteile und Waffenteile abgeben und kann das da auch also abholen und da abgeben. Man kann 5, 10 oder 15 Pakete abgeben. Das macht Kredit gerade. So, ich hab... und kann jetzt praktisch seine Waffenteile gamblen. hast du? Drücke. Ja, genau. 10 Stück gamblen.
Kommen wir am besten dann und dann wieder. Die Zeiten sind, wie gesagt, Testserver-Zeiten. Ist immer so, wenn wir hier irgendwas zeigen, die werden auf dem Live-Server anders sein. Und jetzt kann ich schon abholen. Ja. Belohnung abholen. Wohin willst du das noch packen? Ich habe keinen Platz. Müll? Vorne, vor dem Gebäude. Ist Mülltonne leer. So, aber du das Paket sonst auch einfach abgeben können. Ja gut, ich habe, du bist schlau, ich nicht. Versucht er gerade über den Zaun zu springen, den ja, ja. Er ist nur nicht vor der Polizei geflüchtet, ne? Jeder anständige Crimeler weiß das halt. So, ja, ich spiele nur Troll-OP. Warte mal, jetzt kann ich genau, Belohnung abholen. Hier, viel Spaß damit. Und, ich habe Freedom Dollar bekommen. Wie viele? 380. Für 10 Stück? Ja. Okay, hier ist auch zu sagen, die Währung, was dabei rauskommt, wird wahrscheinlich nicht mehr Freedom Dollar heißen, es wird eine Schwarzmarktwährung geben. Das heißt, man packt das Zeug da nicht umsonst rein, es wird annähernd die gleiche Belohnung sein wie beim Hehler. Aber es kann natürlich auch Munition und Waffen rauskommen. Da sind die, also wie oft das passieren wird und so weiter, ist noch nicht fest. Die Dauer wird variieren. Gebe ich nur 5 ab, ist es sehr kurz. Also wird die Zeit sehr kurz sein. Gebe ich 15 Pakete ab, wird es sehr lange gehen. Und lange rede ich hier zwischen einer Stunde, eineinhalb. Ja, aber die Chancen variieren natürlich auch. Genau. Ne? Ja. Gebe ich mehr Pakete ab und warte länger, kriege ich halt, habe ich eine größere Chance, Waffen und Magazine zu bekommen. Muss aber auch in dementsprechend viele Ammunition einsteigen oder das Zeug lagern oder wie auch immer, um die da anzupacken. Genau. Oder reinzupacken. Genau. Ich habe auch noch was. Und zwar bin ich ja jetzt hier gerade so schön als SWAT-Officer verkleidet und spreche den Typen jetzt auch einfach mal an. Dann sagt er mir nur, guten Tag, Officer, ich habe nichts gesehen. Was bedeuten würde, dass man, wenn man da eventuell als Undercover-Polizist hingeht, der NPC eventuell andere Dinge zu einem sagt? Sei es ermittlungstechnische Gründe oder so, damit man vielleicht versteht, was die Crimler da die ganze Zeit machen. Genau, wie lange speichert er die Pakete? Die hast du da abgegeben. Ja, wenn die abgegeben sind, sind sie da. Und wann du halt auf das Gambeln drückst, das ist dir selbst überlassen, so gesehen. Genau, was auch noch zu sagen ist, dass die Gang an sich quasi ein Gamble-Konto hat, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn Krittel und Börig jetzt in derselben Gang wären, könnte Börig nicht gamblen, während Krittel da gerade einen aktiven Gamble-Prozess am Laufen hat. Genau, aber dafür werden die auch zusammen gesammelt, die Pakete, ne? Genau. Genau. Genau, es kann jederzeit von der Gang jeder hinkommen und rein. Also morgens könnten 5 Pakete reingepackt werden, abends 7 und dann nochmal irgendwann 2 Stück, dann hätten wir die 15 auch zusammen. Genau. Die Pakete sind nur an dem Ort, wo ihr sie abgibt. Also nur an dem... genau, bei dem hier. Bei dem, Dirty Larry. Bei Larry. Genau. Und da gibt es natürlich auch noch einen normalen Healer, der euch einfach nur Währung für die Pakete gibt, ne? Ja, die gibt es jetzt schon, Valerion, wenn Krittel das einfach nochmal kurz zeigen will. Gibt es eine Anzeige, wie viel es schon sind? Ja, und zwar bei Gamble steht oben, du hast ein Paket abgegeben. Das ist das, was gerade eingezählt und noch nicht vergambelt ist. Genau, kannst ja mal auf Waffen gambeln gehen, da dürfte Waffen habe ich null, stehen, genau, weil wir nur Munition eingezahlt haben. Genau, wenn ich jetzt einfach sage, abholen, wir hatten noch keinen Deal, wenn ich jetzt gambeln sage, 5 Stück, ich habe zu wenig und so weiter, ne? Kann man, wird schwierig, Simple Hero, ja, wird schwierig. Genau, dann haben wir das soweit fertig und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Automaten, bevor wir zur Racing League gehen, oder? Ja, aber da kommen ganz viele Fragen rein. Ja, können wir doch, kannst du doch schon mal währenddessen ein bisschen... Hey, ihr fliegt und ich mach. Du kannst grillen. Die Schwarzmarktwährung wird per Gesetz wieder illegal sein direkt. Es gibt keinen anderen Weg, das ins Spiel zu bringen, sodass die Justiz oder das BD auch einen Zugriff drauf hat. Und es gibt unterschiedliche Hähler und die werden ihre Position wechseln. Aber
es wird, was wir rausgenommen haben, es wird kein Gesuche mehr geben nach einem Restart. Also ich kenne euch Crimelayer, ihr fahrt dann immer fleißig rum und dann wird eh die Telefonkette angeschmissen und dann wird gefragt, wo der Hehler steht. Das, es wird einen einfacheren Weg geben, den werde ich jetzt noch nicht spoilern, um die Position eines Hehlers zu finden. Auf schnelle und unkomplizierte Art, aber trotzdem mit RP-Hintergrund. Und eventuell auch, dass die Polizei daran kommt, ohne das dauerhaft auf der Karte angezeigt zu haben, wenn die im Moment ist das so eine SD-Karte oder eine Handykarte. Das wird es auch ändern. So. Wir sind am Automaten. Oder hast du noch eine Frage? Nee, du hast. Hast du? Gut. Ihr könnt. Ja, Automaten. Wir können erstmal natürlich ganz normal Automaten Getränke holen. Jetzt ist eine neue Sache schon dabei. Das Geld bei Getränke- und Essensautomaten, was bezahlt wurde, um die Getränke zu kaufen, ist im Automaten gespeichert. Also wenn jetzt hier Colas, oh, ich habe meinen Brecheisen schon in der Hand. Wenn jetzt hier drei Colas gekauft werden, oder drei Cokes, dann sind es 3x$5, das sind $15. Die sind dann im Automaten. Und dann kann jemand mit einem Brecheisen hingehen. Hat den Hintergedanken, dass wir keinen Dietrich haben wollten, sondern den Brecheisen, damit es auch optisch einfach nach was aussieht. Von PD oder Zivilistenseite, dann, wenn jemand an so einem Automaten ist. Und dann kann ich das Ganze aufbrechen. Dafür brauche ich halt, wie gesagt, das Brecheisen. Und kann den Skillcheck verkacken. Mach das Ganze nochmal. Gut, wer möchte mit mir ins DBD-Training? Das okay, ich hab's geschafft. Kein einziger Dispatch. Und ich habe jetzt $12.30 im Automaten gefunden. Und wenn jetzt jemand an den Automaten geht, ist der Automat kaputt. Und wenn der jetzt repariert wurde. Ja, der ist kaputt. Und wenn der jetzt repariert wurde und der nächste geht an den Automaten ran, dann ist der auch kaputt. Dann ist er nicht kaputt, dann ist da kein Geld drin, wenn noch keiner was gekauft hat. Ne? Also wenn jetzt die Firma kommt, welcher auch immer das sein wird, und die später Automaten repariert und der nächste bricht den auf, dann ist da halt kein Geld drin, es muss erst was verkauft sein. Dadurch balanced sich das Ganze, da gibt es nämlich keine Dispatches. Dadurch balanced es sich, weil quasi Automaten eher aufgebrochen werden, wo halt auch eher viele Leute sind, die Automaten benutzen. Also wird wahrscheinlich so ein Automat im PD wesentlich lukrativer mal aufzubrechen sein, wo es ja eh viele Leute mitkriegen, als wenn ein Automat irgendwo mitten in Paleto Bay aufgebrochen wird, wo kein Mensch jetzt irgendwie groß jeden Tag vorbeikommt und sich eine Cola zieht. Das wird sich wahrscheinlich weniger lohnen und da bekommt es auch weniger mit. Das balanced sich dadurch. Und dann würde ich mich jetzt mal fänken anschließen. Du bist schon weitergegangen? Ja, du kannst schon. Also du kannst porten. Oder du nimmst einfach den da hinten im Nö, ich bin bei dir. Okay. Dann gibt es nämlich noch Folgendes. Neben den Essensautomaten. Dispatches für die Polizei gibt es nicht bei Essensautomaten und Getränkeautomaten. Das, was wir gerade gezeigt haben. Da gibt es keine Dispatches. Da ist quasi das System so aufgebaut, dass es sich ja dadurch regelt und rauskommt, dass eben die aufgebrochen werden, wo eh viele Leute sind. Und dann gibt es jetzt eine Sache, wo aber auf jeden Fall ein Dispatch kommt, und das sind Geldautomaten. Die kann man jetzt nämlich auch aufbrechen. Da gibt es jetzt auch noch den Skillcheck, den ihr kennt. Da wird es auch neue Skillchecks geben, ganz andere Arten von Skillchecks. Sind noch nicht da, aber die werden da wahrscheinlich auch irgendwie mal mit auftauchen. Und hab dann Geld im Geldautomaten gefunden. Recht simple Geschichte, ich glaube, man kennt das. Da ist natürlich wie bei einem Shopraub und anderen Geschichten auch die Chance auf einen Dispatch gegeben. Und wenn er aufgebrochen wurde, ist er auch kaputt, muss repariert werden. Genau. Und da ist es ein random Wert an Geld. Nichts, was ein- oder ausgezahlt wurde oder was auch immer. Gibt es die Möglichkeit, sporadisch Items zu bekommen aus dem Essensautomaten? Ich möchte einen Coke oder einen Riegel. Ist noch nicht eingebaut, aber ich finde es eine gute Idee, Fenken. Ja, kann man machen. Okay, ja, schmeißen wir mit rein. Danke. Dann spiele ich den bösen Part. Dann wird die Firma, die Automaten reparieren muss, nur noch im Viereck fahren, weil keiner wird mehr das Essen so rausholen, sondern es werden nur noch Automaten aufgebaut. Du brauchst ein Brecheisen. Ja.
Ab und zu kommt mal ein Schokoriegel raus. Ich will ab und zu mal ein Schokoriegel haben. Ja, das hört sich besser an. Wir reden da über die Chancen. Es wird nicht jedes Mal was zu essen oder trinken rauskommen. Nein, nicht jedes Mal. Da gibt es Chancen. Aber ich fände es cool, wenn das Gimmick da wäre, nach der Idee jetzt. Und da ab und zu mal ein bisschen Essen rauskommt. Das wäre cool. Ja, das können wir machen. Das hört sich besser an, als kommt jedes Mal was zu essen raus. Genau. Habe ich notiert. Danke. Ich glaube, ich weiß, dass die Firma jetzt schon im Kreis fahren wird. Genau, also wo die Automatenreparatur letztendlich drin ist, haben wir noch nicht 100% entschieden. Aber es wird auf jeden Fall eine lukrative Sache sein, den Job zu bespielen. Und apropos lukrative Sache, würde ich sagen Racing League, ne? Zum letzten großen Thema heute und dann die Fragen noch. Ist der Skillcheck beim Automaten fest? Nein, ist er nicht. Wie gesagt, hier auf diesem Testserver, wenn ihr Ladebalken und Skillcheck seht, ist das alles immer Debug-Mode und fürs Testen gedacht. Das wird auf dem Live-Server dann anders sein. Ja? Auch Skillchecks, da sind neue Skillchecks in Arbeit, die sind noch nicht fertig. Wie die aussehen, seht ihr dann in einem der nächsten Streams. Die werden da wahrscheinlich aber auch dann zum Einsatz kommen und die Anzahl wird natürlich mehr sein als jetzt einfach so zwei. Das ist auf dem Live-Server anders als auf dem Testserver. Gibt es neues Farming-Unternehmen, wo die Leute Automaten leeren und auffüllen müssen? Bin ich ehrlich, sind wir noch am Tüfteln? Reparieren ja, auffüllen eventuell. Genau, auffüllen ist noch eine Sache, die wir gerade uns überlegen. Da gucken wir mal weiter, was haben wir denn noch? Das hatten wir. Achso, da kam noch eine Frage zu Laboren. Muss eine Anzahl an Gangmitgliedern online sein, um ein Labor von anderen zu beanspruchen, oder kann man das jederzeit machen? Nein, es müssen bestimmte Anzahl an Gangmitgliedern da sein, um das zu beanspruchen. Aber auch dastehen, um das als praktisch das zu machen selber. Genau, wird es noch andere Dinge neben dem Waffenroulette geben, um an Waffen zu kommen? Definitiv. Also der größte Anteil ist ja eben der gewünschte von Spielern geführte Crime-Event, was bespielt wird. Und das wird der größte Part sein, um an Waffen zu kommen. Das ist quasi einfach nur so ein kleines Gimmick, um auch einen zweiten, unabhängigen Weg für jeden zu schaffen, um an Waffen zu kommen. Genau. Hast du noch Fragen, Birk? Es kam gerade noch eine rein. Gibt es beim Aufbrechen eine Chance, dass das Brecheisen kaputt geht? Das Brecheisen wird nicht kaputt gehen, aber es wird ziemlich wahrscheinlich sein, dass du es mal verkackst. Und dann solltest du laufen. Ja. Außer du bist richtig dreist, dann gut. Manche Leute wollen ja RP spielen auf dem RP-Server. Geldtransporte wird es auch geben. Mit einem Zwinkern zu den helfenden Händen schon mal rüber. Es wird jeder eine SMS bekommen aus der Gang, ja. Beziehungsweise das wird für euch gebunden sein, im Sinne von, das könnt ihr selber entscheiden, dann wer da eine SMS bekommt. Ja, aber dann würde ich sagen, vielleicht kommen ja noch Fragen auf. Erstmal würde ich jetzt zur Racing League übergehen. Yay! Und da ändert sich, bevor wir jetzt hier den neuen Kollegen zeigen, erstmal strukturell einiges, ne? Ja. Puh, fang ich mal raus. Die Teamler wissen das, ich sitze immer mit Kopfschmerzen vor der Racing League und überlege, wie können wir das attraktiver machen. Wie kriegen wir Zuschauer ran? Wir haben da auch 3 Stunden lang drüber gebrainstormt, wie man Zuschauer ranbekommen kann, ohne jedes Mal kostenlos Essen zu verteilen oder sonstiges. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass das niemals passieren wird, dass wir da ewig viele Zuschauer haben. Als auch, dass Rennfahrer sich nicht anfühlen wie Rennfahrer, sondern die fahren am Wochenende ihr Rennen, die trainieren vielleicht auch abends mal eine Stunde, aber dann gehen die ihrem Hauptberuf nach und das fühlt sich auch nicht so toll an. Deswegen wird die Racing Liga ein bisschen umstrukturiert und auch mit anderen Dingen verknüpft. Erstmal, wenn ich sage, ich will in die Racing Liga rein und ich will Rennfahrer werden, sollte ich mich erstmal beim Go-Kart-Fahren beweisen. Das heißt, in Zukunft wird die Racing Liga, die Chefs zumindest,
und die Teamchefs werden die Möglichkeit haben, zum Go-Kart fahren zu gehen und sich da Zeiten rauszusuchen und es auch zu beobachten und darüber praktisch schon mal die ersten Interessenten zu machen. Oder zu suchen. Das können wir eigentlich auch gleich mal zeigen. Ist das schon, ich weiß nicht, ob es schon drin ist. Ist das drauf? Ja. Müsste drauf sein. Ja. Ich flieg mal vor. Dann muss ich mir gleich mal Racing League setzen. Dann können, also Leute, die wollen, können, die Rennfahren wollen, können MAP auf dem Go-Kart fahren praktisch beweisen, ob sie Rennfahren wollen. Und dann kann man auch ein bisschen ein paar Wettkämpfe einbauen vor jeder Saison oder nach jeder Saison, währenddessen etc. Das wird sich schon mal ändern, grundlegend. Das heißt, es wird nicht mehr so ablaufen wie bisher, wo alle einfach hingegangen sind, ihre Zeiten gefahren sind und wenn du gut warst, durftest du mitfahren. Geh mal davon aus, du hast es jetzt gleich geschafft mit dem Qualifying. Also ich glaube, die beiden sind gerade beim... Seid ihr schon da? Ich bin schon da, genau. Okay. Ich muss mal eine Runde fahren, das es hat keiner. Keiner auf dem Testserver irgendwelche Sachen gefahren, genau. Aber da geht es halt eben auch darum, dass Leute in Kontakt kommen, ne? Also die Mitarbeiter von der Racing League können dann so gesehen hier zur Kartstrecke gehen und können einfach sagen, Mensch, ich will mir die Zeiten anzeigen lassen mal. Und wenn die dann sehen, hier ist jemand mit, Topfahrer, dann sehen sie halt, okay, da gibt es so und so viele. Da gibt es welche, die stechen raus und können dann, wie sieht das genau aus mit den Kontaktdaten? Die kommen auf jeden Fall an Kontaktdaten von den Leuten ran. Die kommen an Kontaktdaten ran, ja. Genau. Ja, die Racing League, also die Go-Kart an sich, schickt sogar eine SMS an den beteiligten Fahrer, an denen die Racing League Interesse bekundet. Genau, das genau. Können wir auch gleich zeigen dann. Genau, also ich gehe dann quasi hin als Racing League Mitarbeiter, sagt dann, Mensch, derjenige mit der mega guten Zeit X, ich möchte Kontakt mit dem aufbauen. Und dann kriegt die Person eine SMS, in der steht, bei der Go-Kart-Rennstrecke war jemand von der Racing League, der möchte mit dir Kontakt haben, melde dich doch mal bei denen. Das heißt, du kannst als Kartfahrer entweder entdeckt werden oder halt dich einfach beweisen und auch zur Racing League natürlich selber gehen und sagen, Mensch, ich fahre hier so und so gute Zeiten, läuft gut bei mir, ich würde hier gerne mal zur Racing League. Jetzt müsste das Rennen durch sein, ne? Nein, wir müssen noch kurz 2 Minuten warten, bis das Go-Kart durchspannt. Genau. Warum gibt es da dieses Vorsystem? Warum kann jetzt nicht erstmal jeder direkt zur Racing League gehen und sagen, ich bin Rennsportprofi? Weil, kann ich ganz genau erklären, In Zukunft sind Rennfahrer Rennfahrer und das ist ja auch Berufsjob und die werden so viel krass viel Geld verdienen, dass die nichts mehr anderes machen müssen und sich da auch beweisen sollen. Und dann wird es halt auch mal verdammte 8 Fahrer geben, die Asche haben ohne Ende. Genau. Welche, die mit ihrem Team erfolgreich sind, vielleicht auch mehr als die, die jetzt immer letzter sind. Das ist auch klar. Aber der Rennfahrer wird mehr verdienen als oder auf einem Level sein wie der Chief oder so. Also Rennfahrer sind halt Stars und auch dementsprechend haben sie das Geld davon. Und da wird auch mal halt Preisgeld rausgeballert. Also dass es sich wirklich anfühlt, als wäre man Rennfahrer und halt dann auch in einem Supersportler durch die Gegend fahren kann. Genau, dafür müssen Rennfahrer aber auch Dinge erfüllen, wie zum Beispiel regelmäßig fahren, Trainings aufweisen, an den Rennen teilnehmen, regelmäßige Checks auch im FD machen. All so Kram ist eben, was ein Rennfahrer halt bespielt, weil der das wirklich bespielt. Das ist kein Nebenjob, den man mal aus Spaß macht. Aus Spaß fahren geht man auf der Kartbahn. Oder illegal im Street-Racing-Bereich. Aber wer in der Racing League spielt, der verdient einen Haufen Kohle und hat ein bisschen was dafür zu tun. Muss aber niemals auf ein Farmingfeld oder angeln oder so eine Scheiße. Solange wir noch warten können, können wir nochmal zurück. Was die Zuschauer angeht. Wie gesagt, wir werden niemals da sehr viele Zuschauer haben, weil du einfach die ganze Strecke nicht einsiehst. Es ist auch doof, immer aufs Handy zu gucken und so weiter. Eine Möglichkeit, wie wir das lösen werden, es wird alle Voraussicht nach einen Radio-Channel geben, wo ein Kommentator sich mit reinklingt, ähnlich wie Funk, und man da zuhören kann. Der das kommentiert, da kann man immer, egal wo man ist, kann man da zuhören, kann auf dem Handy und kann da ein bisschen mitfiebern. Warum sollte ich jetzt mitfiebern, dass... Ich zeig nochmal ganz kurz das Interesse bekunden. Das ist jetzt hier, ne? Ich bin Racing-Mitarbeiter, kann jetzt Topfahrer gehen, sehe jetzt hier, ach Mensch, Fenken ist einer der Fahrer hier. Die Namen sind übrigens auch immer die Nicknames, die vorne eingetragen wurden beim Kartfahren. Das ist nicht der echte Fahrer. Das ist der Nickname, kann jetzt Interesse bekunden drücken und jetzt bekommt Fenken eine SMS, in der steht drin, lest mal vor.
Hallo Fenken, also auch wieder der Nickname. Ein Team der Racing Liga hätte Interesse, dich als Fahrer zu testen. Punkt. Genau. Und zum Thema Teams, bevor wir zum letzten Punkt kommen, Björk, was für Teams gibt es denn in der Racing League? Es wird zum Beispiel geben ein Bennys Team. Es wird zum Beispiel geben ein, ich mach mal eins, wo ich mir jetzt gerade ausdenke, ein Rex Steiner Team. Es wird eventuell ein, was haben wir denn noch so? PD Team geben. Je nachdem, was so. Ein Taxi-Team. Ein Taxi-Team. Ich nehme jetzt mal Bennys, weil das am einfachsten. Warum sollte ich jetzt bei der Racing Liga mitfiebern und warum sollte ich da Interesse bekunden? Und warum sollte es für mich spannend sein als Spieler, wer da gewinnt? Wenn zum Beispiel der Bennys-Fahrer, also das Team Bennys, den ersten Platz holt im ersten Saisonrennen, dann ist die Folgewoche bei Bennys alles etwas günstiger. Bis zum nächsten Rennen. Sollte das, ich mache jetzt ein dummes Beispiel, sollte das PD-Team gewinnen, dann gibt es halt 20% auf Blitzer. Blödes Beispiel, das wird es nicht sein. Das kann man sich IC selbst auch teilweise ein bisschen ausdenken, was man denn mit dem Team und der Spielerpartei, die dieses Team unterstützt auf dem Server, was man da quasi bereitstellt bei einem Sieg. Aber es ist quasi eine Art World Event, würde ich es jetzt mal nennen, was halt passiert in Bezug auf das Team, was gewinnt. Und es verändert ein bisschen das Erscheinungsbild auf dem Server. Genau, sei es jetzt Bennys, ne, wo eben dann vielleicht die Tuning-Preise ein bisschen günstiger sind. Ob es jetzt alle Preise 5% sind oder ob man sagt, Mensch, auf Lackierung 30%. Das ist ja alles noch individuell, das gilt es abzuklären, aber so in die Richtung geht es halt eben. Ne? Oder ob es dann halt immer ein Milchshake gratis gibt zu jedem Menü bei einem Diner. Oder ob es im Strip-Laden zu 30 Minuten Strip 10 Minuten on top gibt. Irgendwie so Sachen wird es sein, die immer dann für diese Woche aktiv sind, nach dem Sieg des Rennens. Und alle Teams, die es gibt, sind keine fiktiven Teams mehr, sondern sind eben Teams von Dingen, die es auf dem Server gibt. Von Fraktionen, Unternehmen etc. Das wird eine Mischung sein aus Systembelohnungen und frei ausgedachten Dingen. Genau. Ja, und dann noch eine Sache, die für alle anderen Zuschauer vielleicht interessant ist bei der Racing League. Willst du starten oder soll ich das machen, Kalle? Mach du mal. Okay. Kann ich schon hingehen? Nee, dann muss ich noch ein paar Namen eintragen. Warte kurz. Achso, okay. Ferrell TV, das wird erstmal nur auf den Erstplatzierten ausgewirkt. Genau. Ist auch so geplant, nur den Erstplatzierten zu nehmen, damit es eine Sache immer gibt. Sonst ist das alles zu viel und so ein großes Durcheinander auch wieder. Deswegen eine Sache, die ist immer aktiv für. Ich glaube, die Rennen sind wirklich auch einmal pro Woche angeplant. Und dann ist die nächste Woche was anderes. Vorausgesetzt, die anderen gewinnen, also. Ja. Du kannst jetzt oder ihr könnt. Ich kann, gut. Mach mal. Was hast du jetzt gemacht, Finken? Eine Wette gestartet als Racing League Mitarbeiter quasi. Genau. Vor dem Rennen kann der Racing League Mitarbeiter zu Martin Monges gehen und eine Wette erstellen vor dem Rennen. Und dann können alle anderen Spieler auf dem Server zu Martin Monges gehen und einen in die Wetten gehen und können dann jetzt hier zwischen den Teams und den Fahrern auswählen. Ich möchte jetzt auf Zeigmond Zeiger wetten, kann den Betrag hier eingeben, ich wette mal $1,000 und die Wette wurde platziert und willst du kurz erklären, wie das aussieht mit den Auszahlungen etc.? Läuft im Prinzip wie eine normale Wette, nur ohne Quoten. Der ganze Pool wird auf den Sieger dann gesetzt, wenn die Racing League den Sieger eben auswählt. Und dann wird anhand deines Einsatzes berechnet, wie viel von diesem Gesamtpot du bekommst. Wenn du alleine quasi gewonnen hast, dann kriegst du logischerweise das Ganze. Wenn aber jetzt noch ein zweiter da ist, wird sich das anhand deiner Menge an Einsatz auf den Sieger berechnet quasi. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Ich glaube ja. Ja, gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, jetzt zu wetten. Das war von vielen auch gewünscht. Vielleicht schafft das ein paar Zuschauer mehr. Genau.
Wen soll ich denn als Sieger wählen? Ich habe auf alle drei gewettet. Du kannst, also ich kann ja mal den Sieger wählen. Das Ach kann ja, ich jetzt, weil ich Racing League Mitarbeiter bin, genau. Ich wähle jetzt mich, Zeigmund, Zeiger. Gewinner wurde gesetzt. Und jetzt kann man das Ergebnis auszahlen. Ich habe $1,300 gewonnen. 1000 hatte ich gesetzt. Na, das muss man sich natürlich dann auch genau angucken, wie das so ist mit den Gewinnen, mit den Einnahmen, Ausgaben. Schauen wir. Es wird auf jeden Fall so sein, dass das schon, dass man da schon ein bisschen was auch bekommen kann mal. Nicht zu viele Leute Minus machen, aber es soll natürlich auch nicht unendlich Geld generieren. Ja, da wird man einen guten Mittelweg, denke ich mal, finden müssen. Aber das System ist auf jeden Fall da. Wird es auch etwas geben, was die Rennen als solches spannender macht? Die Fahrer also näher aneinander sind an sich einiges, wenn Skilllücken bestehen. Ja, also wie das genau aussieht mit den Autos, den Leistungen und den Möglichkeiten, ich glaube, da haben wir noch nichts Finales. Wir haben halt Gedankenspiele zu sagen, also dass wir eine Lösung dafür wäre zu sagen, man macht zwei Leistungsbereiche, einmal die Topfahrer und einmal die, wo praktisch immer ein, zwei Sekunden aufgrund von FPS-Problemen dahinter sind, weil meistens sind es gar keine Skill-Lücken, sondern da spielt ganz viel FPS mit eine Rolle. Und dass man da praktisch zwei mehr oder weniger Lager draus macht, das wäre die Lösungsmöglichkeit. Man kann mit verschiedenen Fahrzeugen rumprobieren, aber so wirklich final sind wir noch nicht durch. Nee, genau, da gibt es noch schon so ein paar Ansätze, die durchgesprochen werden. Wo wir aber durch sind, ist, denke ich mal, jetzt hier die Sachen, die wir zeigen wollten. Es sei denn, jemand von euch beiden hat jetzt noch irgendwas. Wir können noch ein, zwei Fragen rannehmen. Ja, Fragen gerne. Und, genau. Ich würde aber schon mal wieder rüber switchen in den Talkscreen. Und dann können wir noch ein paar Fragen durchgehen. Wird es Kuhrennen geben? Nein, Kuhrennen sind nicht geplant, du darfst aber gerne welche veranstalten. Weitere Strecken sind auch nicht geplant. Nee, die beiden Strecken sind das, wo wir beibleiben. Da haben wir andere Dinge, die wir bauen müssen und irgendwo haben wir leider auch Limits. Nordstrecke Modernisierung. Das kam jetzt schon dreimal, also die... Sind wir ehrlich? Also im Feedback kam bisher nicht einmal, dass etwas geändert werden soll an der Nordstrecke. Sonst hätten wir das vielleicht auch schon groß jetzt irgendwie besprochen. Aber ist denn irgendwas schlimm an der Nordstrecke? Also das ist das, was wir halt immer zurückmelden ist, und da haben wir diskutiert, ist der Bühnenaufbau, die Start-Ziel-Geraden, die Nordstrecke an sich lässt sich gut fahren, das ist die Rückmeldung, aber die Erreichbarkeit ist einfach so weit weg, dass es einfach für viele auch uninteressant ist, weil du beim Rennen erstmal 15 Minuten laufen musst, mehr oder weniger. Wobei die Fahrbahn gut ist. Da haben wir aber auch schon hin und her diskutiert. Und da war, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich will auch nichts Falsches sagen, sollten wir Zeit dazu haben oder die Modder nach der ganzen anderen 10-Kilometer-Liste, werden wir darüber reden, das drumherum zu bauen. Nicht die Strecke selber umzubauen, also nicht den Streckenverlauf, sondern eher was mit den Tribünen, was ist mit 1, 2, 3, also wie heißt Siegerpodest und so weiter. Wir haben gerade noch eine interessantere Frage, die letzte. Wahrscheinlich was auch Phil beantworten kann. Du meinst, die bezüglich kann man auch ein eigenes Racing-Team gründen? Genau. Wird es auch Motorradrennen geben? Motorradrennen sind nicht geplant. Und ob man ein eigenes Team gründen kann? Ja und nein. Also eigentlich nicht. Die Teams sind ja gesetzt. Aber die gesetzten Teams bestehen ja aus Fraktionen und Unternehmen. Dass das PD irgendwann mal verschwindet, ich gehe nicht davon aus. Bei einem Unternehmen sieht das wieder anders aus. Und wenn ein Unternehmen verschwindet da, dann wird bestimmt auch ein dann etabliertes Unternehmen dort seinen Platz bekommen, wenn es ein gutes Konzept vorliegt. Und das ist eben auch so eine Art Late-Game im Unternehmens-RP. Also ihr fangt ja mit einem Unternehmen ganz, ganz klein an, mit so einem Startup. Haben wir da überhaupt jemals was zu gesagt für Unternehmen? Nee, noch müssen nicht, wir nicht. Nicht. Okay, da muss ich aufpassen. Auf jeden Fall, ihr fangt klein an mit einem Unternehmen, werdet dann größer mit einem Unternehmen und dann später ist das, glaube ich, einer der letzten Schritte, denke ich mal, vielleicht auch sich dahin zu arbeiten, so etabliert zu sein, dass man sogar einen eigenen Spot in der Racing League bekommt und da eben auch präsent ist mit dem Unternehmen. Das wäre so der letzte Schritt dann, wo man darauf hinarbeiten kann, als Belohnung auch ein Unternehmen zu führen. Ne? Zu den Motorradrennen. Die Strecken sind nicht für Motorräder ausgelastet. Wir hatten jetzt normale Spiele, Racing-Liga-Spiele, die es getestet haben, als auch wir als Team haben getestet. Was mit Sportbikes ist, was mit
Modded Bikes ist und wir es funktioniert hinten und vorne nicht. Es macht halt keinen Spaß mit Motorrädern. Genau. Ja. Es macht keinen Spaß, weil entweder kommst du um die Kurven nicht ordentlich rum oder du fährst halt mit 15 km/h durch die Strecke. Und das ist halt auch nicht das, was wir uns vorstellen. Dann war noch eine Frage wegen normalen Autos. Ja, es wird, es wird für die Racing Liga, damit die unter der Woche nicht nur Go-Kart und ihre Teams und so weiter gucken können, würden die Strecken auch für besondere Anlässe für normale Autos geöffnet. Aber das ist dann eine IC-Sache und da muss sich dann, je nachdem, wer die Racing Liga danach bespielt, drum kümmern. Die werden aber etliche neue und neue Auflagen bzw. alte Auflagen werden gestrichen. Das werden wir aber dann im 1:1 mit der Racing Liga personennah machen. Ja, dann ist noch eine Frage, ob wir im nächsten Stream über Unternehmen reden können. Könnten wir, haben, was Unternehmen angeht, aus dem Feedback einen ganz klaren Plan, wie wir das machen wollen. Wir können da aber noch nichts zeigen, weil die Skriptsachen noch nicht fertig sind. Das ist einfach das Ding. Also ich würde es dann zeigen und drüber reden, wenn wir es auch wirklich optisch zeigen können. Das können wir, wie gesagt, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber wo wir im nächsten Stream auf jeden Fall drüber reden werden, ist eins meiner absoluten Lieblingssysteme. Auch eins der Systeme, die, finde ich, am besten geworden sind vom Konzept und der Umsetzung. Und das ist das Autodiebstahlsystem. Weil es zwar ganz schön war, dass es das überhaupt gab und dass sowas existiert hat auf dem Server, aber es hat auch ganz viele Probleme bereitet, war fürs PD teilweise auch nicht schön. Und wir haben da ganz viele Unschönheiten gefixt. Und ich freue mich, dass nächste Woche, ich denke auch wieder Freitag, vielleicht auch Samstag, müssen wir schauen, Datum kommt noch und Uhrzeit zeigen zu können. Ja, das wird nächste Woche super. Genau. Und damit würde ich es dann auch beenden. Ja? Ich würde die Frage noch... Hau rein. Ist jedem möglich, Automaten aufzubrechen? Ja, theoretisch schon. Jeder, der an Brecheisen rankommt. Ja. Und an Brecheisen kommst du jetzt nicht so schwierig ran. Genau. Gut, dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Das beginnt ja gerade erst. Und viel Spaß weiterhin im RP. Gibt's VODs? Ja, gibt's. Und wir sind auch noch dran, die VODs hochzuladen von den letzten Streams. Also, schönes Wochenende und habt viel Spaß weiterhin. Ja, bald ist es soweit. Tschüssi.